Und wenn wir einen Frieden sichern wollen, wenn wir einen Frieden haben wollen, den man auch auf- und ausbauen kann, nachdem die Regierungen ihn schließen, dann brauchen wir zwischenmenschliche Beziehungen. Diese Gruppe, die bei mir studiert jedes Jahr, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber das ist ein erster Schritt. So muss man beginnen. Also wie Mao Zedong gesagt hat, auch ein 1000-Kilometer-Gang beginnt mit einem Schritt. Also wir beginnen diesen einen Schritt. Ohne zwischenmenschliche Beziehungen wird der Frieden im Nahen Osten nicht halten können. Aber zunächst müssen ihn die Regierungen schließen. Ja, und was ich auch besonders schön finde, ist, dass Deutschland da auch eine Rolle spielt in diesem Projekt, eben damit sich die Studenten auf neutralem Boden treffen können und dass sie so die Möglichkeit haben, sich erstmal kennenzulernen. Ja, meine Damen und Herren, wir bedanken uns sehr, dass Sie gekommen sind und ich musste immer von meinem Konzept abweichen, weil Herr Primor einfach sehr lange antwortet. Ich bin nicht zu allen Fragen gekommen, obwohl eine würde ich gerne noch stellen. Ja, obwohl ich die Sendezeit längst überzogen habe. Und zwar, Sie haben sich ja aus gutem Grund jahrzehntelang dagegen gewehrt oder wollten niemals deutschen Boden betreten. Und zumal ja auch ihre gesamte Familie, bis auf ihre Mutter, umgekommen ist. Und dann sind Sie ja deutscher Botschafter geworden. Nein, israelischer Botschafter geworden. den Fehler machen übrigens viele. Ja, das ja. Ich weiß nicht warum. Gut, und was haben Sie für sich mitgenommen aus der Zeit? Weil Sie ja dann Deutsche kennengelernt. Ich meine, Sie kannten Deutsche vorher schon. Aber was haben Sie aus der Zeit mitgenommen? Sie sehen, die Frage habe ich ihm noch nie gestellt. Meine Generation, ich war keine Ausnahme, meine Generation wollte von Deutschland nichts wissen. Als unser ganz großer, hochkarätiger Ministerpräsident Ben-Gurion, der sogenannte Gründer des Staates Israel, versucht hat, uns zu predigen, es entstehe ein anderes Deutschland, also nach der Entstehung der Bundesrepublik. Und es wäre unsere moralische Pflicht, diejenigen, die sich in Deutschland um ein anderes Deutschland bemühen, diejenigen, die sich bemühen, der deutschen Jugend eine andere Erziehung zu gewährleisten, moralisch zu unterstützen, konnten wir ihn überhaupt nicht verstehen, überhaupt nicht. Aus verschiedenen Gründen, aber nicht nur wegen des Holocaust oder wegen der deutschen Vergangenheit, sondern weil, was uns am meisten gestört hat, war, was wir damals immer von Deutschland gehört haben, nämlich, dass die Deutschen ihre Vergangenheit verdrängen würden. Also nicht von Nazis gesprochen, von den allen anderen. Die würden ihre Vergangenheit verdrängen, beziehungsweise sie sogar leugnen oder behaupten, sie hätten während der Nazizeit von Nazi-Verbrechen nichts gewusst. Für uns war das eine Heuchelei, eine derartige Heuchelei, dass wir sagten, wir können mit Menschen keinen ehrlichen Dialog führen, mit Menschen, die ihre eigene Identität verschleiern. Das hat uns damals am meisten gestört. Es gab noch viele andere Probleme, aber das war so die Grundlage. Und ich zählte zu denen, die diese Meinung hegten. Dann kam aber eine Wende, die wir, obwohl wir von Deutschland nichts wissen wollten, sehr sorgfältig verfolgt haben. Und das begann hauptsächlich mit der Jugend, mit der Studentenbewegung 1968. Diese Studentenbewegung war die erste Bewegung in Deutschland, die Israel kritisiert hat allerdings, weil wir ein Jahr zuvor den Sechstagekrieg hatten und die Palästinenser oder die palästinensischen Gebieten, von denen man bis heute spricht, erobert haben. Die Deutschen oder zumindest die Studenten haben damals das palästinensische Problem entdeckt. Und haben uns sehr scharf kritisiert als Eroberer, als Besatzer, was uns sehr überrascht hat, was die Deutschen, ausgerechnet die Deutschen sollen uns Lektionen erteilen. Ja, das war, aber was uns erheblich beeindruckte hat, war die Tatsache, dass diese Studenten ihre Eltern und Lehrer aufgerufen haben, erzählt uns endlich mal die Wahrheit, was habt ihr uns verschleiert? Und das hat uns sehr beeindruckt, das war so der erste Schritt. Die zweite Sache, die mich beeindruckt hat, und nicht nur mich, ich spreche eigentlich von der Mehrheit meiner Generation, war die Europapolitik Deutschlands. Wir haben mit großem Interesse diese Begegnungen zwischen Adenauer und de Gaulle verfolgt.
weil das so eine riesengroße Überraschung für uns war. Was? Ausgerechnet de Gaulle mit den Deutschen, wie kommt das zusammen? Aber wir hielten es jahrelang für eine Heuchelei. Ja, die Deutschen brauchen das, also spielen sie so ein Spiel und das ist alles nur eine Show und Lippenbekenntnis und so, darüber hinaus nichts. Nur mit der Zeit sind wir doch zur Schlussfolgerung gekommen, dass all dies sehr echt war. Die Deutschen meinten es ganz ernst und nicht nur die deutschen Politiker, nicht nur die deutschen Regierungen, sondern auch die allgemeine Bevölkerung, die öffentliche Meinung. Und das hat ein sehr großes Gewicht gehabt, weil das für uns irgendwie der endgültige Beweis dafür war, dass Deutschland sich von seiner Vergangenheit löst. Weil wenn Deutschland ein europäisches Deutschland anstrebt, anstatt ein deutsches Europa, dann ist es wirklich was ganz Neues und was ganz anderes. Ich persönlich habe dann mit der Zeit auch Deutsch kennengelernt, besonders als ich Botschafter bei der Europäischen Union in Brüssel war. Da musste ich mit Deutschen zusammenkommen und ich glaube, es gibt nichts, dass das Eis so bricht wie zwischenmenschliche Beziehungen, wenn man mit Menschen spricht und nicht nur in Theorien den anderen sieht. Und das war so eine schrittweise Entwicklung, bis es soweit war, dass ich auch dazu reif war, um in Deutschland zu leben. Und was haben Sie dann davon mitgenommen, von Ihrer Zeit in Deutschland? Also wie haben Sie die Deutschen Also zunächst einmal habe ich die Deutschen tatsächlich kennengelernt und das ist so, dass man ein Land oder was heißt ein Land kennenzulernen? Ein Land sind nicht die Steine, ein Land sind die Menschen. Mhm. Ja, die Menschen kennenzulernen, nicht die Landschaft zu sehen. Das ist auch wichtig, aber das bildet keine Meinungen. Und die Begegnungen mit Deutschen, die habe ich sehr viele gehabt, nur nicht nur mit den offiziellen Deutschen. Ich habe aus einem Grund deutsche Menschen kennengelernt, die ich normalerweise in meiner Arbeit nicht kennenlernen sollte, weil meine Frau und ich uns entschieden haben, unser Kind in die deutsche Schule zu schicken. Wir hatten einen Sohn damals, der 4 Jahre alt war. Und wir haben lange gezögert, wo soll er eigentlich in die Schule gehen. Die israelischen Diplomaten haben ihre Kinder immer in die amerikanische Schule geschickt. In Bonn gab es allerdings kaum eine jüdische Gemeinde, gab auch keine jüdische Schule, sodass diese Frage gar nicht Bestand hat. Aber die amerikanische Schule, wie man sie so schön internationale Schule nennt, ja, ist in Wirklichkeit eine amerikanische Schule. Da gingen alle Diplomatenkinder hin und die Israelis auch und da gab es kein Dilemma. Und wir haben gesagt, nein, wenn wir das mit Deutschland wirklich machen wollen, dann müssen wir es ehrlich und echt machen und dann müssen wir die deutschen Menschen kennenlernen und er soll auch in die deutsche Schule gehen, er soll deutsche Kinder kennenlernen und er soll auch die deutsche Sprache lernen, weil Englisch wird er ja sein Leben lang lernen und Deutsch ist eine einmalige Gelegenheit für ihn. Nur da hat sich so etwas entwickelt, weil er Diplomatensohn war, hat er, anders als alle anderen Schulkameraden, eine sehr schöne Residenz gehabt und mit sehr vielen Spielzeugen. Da wollten alle Kinder immer zu ihm kommen. Und jeden Nachmittag war bei uns voll mit Kindern. Ja. Zuerst aus dem Kindergarten, dann aus der Schule. Und am Abend sind dann die Eltern gekommen, um die Kinder nach Hause zu bringen. Und waren alle anfänglich sehr, sehr schüchtern. Aber wir haben sie so immer beruhigt und wollten mit ihnen sprechen. Und das waren wirklich Leute, die keine Diplomaten waren, keine Beamten waren und keine Politiker waren, sondern aus allen Bereichen des Lebens, die dann sich daran gewöhnt haben, dass es schon schön ist, noch eine Stunde bei uns zu bleiben, Kaffee zu trinken und mit uns zu plaudern. Und das hat mir sehr viele Türen geöffnet, die ich in der offiziellen Arbeit vielleicht nicht so kennengelernt hätte. Ich glaube, dass, naja, wenn man von den Deutschen spricht, dann gibt es verschiedene Deutschen, so wie in jedem Volk. Es gibt Leute aus verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Meinungen, mit Vorurteilen, mit alles Möglichen. Aber eines weiß ich, dass die Deutschen, und das war für uns das Allerwichtigste ihrer Vergangenheit, tatsächlich wahrgenommen haben. Also ich sage nicht, dass sie es heute wahrnehmen, das auf jeden Fall, aber schon damals. Und ihre Gewissensforschung so betrieben haben wie kein anderes Volk weltweit. Es gibt keinen Vergleich
zwar, es gibt zwar keinen Vergleich zwischen Nazi-Verbrechen und Verbrechen von anderen Völkern. Viele Völker haben Verbrechen begangen im Laufe der Geschichte, aber keiner ist so weit gegangen wie die Nazis. Das stimmt. Aber Gewissensverforschung in Deutschland ist auch vollkommen vorbildlich und unvergleichbar mit irgendeiner anderen Nation. Und ich habe das in anderen Nationen auch schon nachgeforscht. Und als vielleicht Muster benutze ich immer das Beispiel, in keinem Land in der Welt bis heute werden Sie Mahnmäler, Gedenkstätte finden zur Verewigung der eigenen Schande. Das gibt es nicht. Länder, Nationen errichten Mahnmäler entweder für ihre glorreichen Helden oder Wissenschaftler oder Leute, die etwas für den Ruhm der Nation geleistet haben, oder zur Verewigung das eigene Leid. Die Katastrophen, das können auch Krankheiten sein oder Niederlagen oder so, aber nie das eigene Verbrechen. Das findet man nur in Deutschland und überall in Deutschland, nicht nur in Berlin, in jeder Stadt, in jedem Dorf, überall. Das ist vorbildlich, wie es noch nie gab und immer noch nicht gibt. Das hat mir Herr Dr. Wander auch erzählt, es gibt hier auch diese Stolpersteine, nicht? Zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Ja, also ich könnte noch so weiterfragen, aber inzwischen habe ich wirklich lange überzogen und wir sind auch bereit, wenn Sie ein Buch kaufen wollen, um noch mehr Fragen beantwortet zu bekommen, die zu signieren. Ansonsten übergebe ich an Sie. Vielen Dank. Müssen Sie, weil es ist Viertel vor neun, müssen Sie entscheiden. Die Veranstaltung hat, wie ich finde, sehr gut gezeigt, was das Buch bietet, nämlich die Denkanstöße, und zwar in sehr vielfältiger Form. Es ging ja um Antisemitismus, um Vorwürfe, es geht aber auch um Israel, um die Politik, um die ganzen Klischees, die vorherrschen und das Ganze, und damit fängt ja Aufklärung immer an, viele Fakten, das viel recherchiert, wir haben ja auf der Party hier auch nochmal länger darüber geredet, was für eine Recherchearbeit dahinter steckt. Das heißt also, man kann eigentlich nur aufrollen mit solchen Dingen, wenn man wirklich mal hinterhakt, was steckt da eigentlich hinter. Und das ist ein Spruch beides, und das finde ich so wertvoll. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie hier waren. Wir haben das Buch hier. Ich würde sagen, da es schon so fortgeschritten ist, können Sie gerne beim Signieren, Sie können mir genau das Buch kaufen. Schenken, gut. Es ist wirklich ein tolles Buch, können Sie hier kaufen, auch signieren lassen und in diesem Zuge dann auch noch mal Fragen stellen, falls Sie noch Fragen haben. So, ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Heimweg und Ihnen nochmal vielen Dank fürs Herkommen. Das ist trotzdem schon gewesen.